Aber wie kommen solche Luxuskarossen eigentlich alle rechtzeitig zur IAA? Eschborn, Samstagnachmittag. So, endlich erst da. Michael Braun ist Spediteur für englische Edelkarossen. Der nagelneue Aston Martin DBS soll auf der IAA ausgestellt werden. Eine 250.000 Euro teuer, gerade frisch aus England eingetroffen. Das 12-Zylinder-Coupé wird jetzt genau gecheckt. Doch es gibt Insektenflecken auf der Motorhaube. Ja, im ersten Moment kriege ich da immer Muffensausen. Wir müssen natürlich gucken, wo es herkommt. Der Detlef wird jetzt drüber gehen. Und dann schauen wir, dass wir die Flecken rauskriegen. Ab in die Waschanlage fürs Grobe. Der Feinschliff kommt erst später auf der Messe. Dann wird der in Handarbeit hergestellte Supersportwagen wieder verladen. Michael Braun liebt Autos, hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Zur IAA hat er rund um die Uhr zu tun. Das Allerwichtigste, immer super pünktlich sein und Samthandschuhe beim Umgang mit den Autos. Wir haben aber Spezialisten, die schon sehr lange hier im Unternehmen beschäftigt sind. Die wissen genau jeden Handgriff, wie sie was wo machen müssen. Weil das wäre eine absolute Katastrophe, wenn ein Fahrzeug auf dem Weg zur Messe beschädigt wird. Das heißt dann einpacken, zurück und das nächste Auto holen. Die Uhr tickt. Der nächste IAA-Wagen aus England ist da. Der neue Range Rover Sport. Ein 510 PS Bolide. Doch ausgerechnet jetzt ein Problem. Oh Alex, er springt nicht an. Schnell die Starthilfe her. Gott sei Dank, er springt an. Jetzt auch hier der Check im Schnelldurchlauf. Bei dem 82.000 Euro teuren Geländewagen gibt es keine größeren Probleme mehr. Dann geht's von Eschborn nach Frankfurt zum Messegelände. An Bord der beiden Lkw, der Aston Martin und der Range Rover. Ankunft. Noch darf hier kein Fernsehteam rein, alles geheim. Spediteur Michael Braun kann erstmal durchatmen. Das ist jetzt erstmal eine Erleichterung. Die Fahrzeuge sind hier auf der Messe, aber der Job ist noch lange nicht erledigt. Es geht natürlich jetzt für uns morgen früh weiter, die Fahrzeuge auf Hochglanz zu polieren. IAA-Fieber. Die Woche wird noch viel Stress bringen für Autospediteur Michael Braun und seine Kollegen. Aber bei diesen Autos, sagt er, macht der Stress richtig Spaß.